Hey, ich bin Anna und ich will dir helfen, in das Pen & Paper Hobby einzusteigen. Die erste Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, muss ich eigentlich was dafür kaufen? Ich kann dich beruhigen, musst du nicht. Was du haben solltest, ist ein Drucker, mit dem du die Charakterbögen ausdrucken kannst und so ein bis zwei Würfel. Schau doch einfach mal in deiner alten Spielesammlung nach. Das bringt mich auch schon zur zweiten Frage. Wie ist das mit diesen speziellen Würfeln? Auch das musst du nicht am Anfang kaufen. Es gibt spezielle Apps, die Würfe generieren oder eben ganz normale Seiten im Internet. Also keine Sorge und fang einfach an. Es ist sicher nochmal ein anderes Gefühl, mit einem richtigen Würfel zu würfeln, aber später kannst du dir dann immer noch die 20-seitigen Würfel kaufen. Bei unserer Runde war es so, dass wir von Beginn an keine solche speziellen Würfel hatten und es ging sehr gut. Man muss sich da auf keinen Fall Druck machen und das kommt alles dann mit der Zeit. Punkt 3. Wie viele Mitspieler brauche ich? Also, wenn du schon mal so 2 bis 3 Freunde um dich herum hast, die gerne mit dir Pen & Paper spielen würden, dann hast du schon mal eine gute Basis. Aber es gibt auch Spiele, die du nur mit 2 Personen spielen kannst. Das heißt, einer ist der Game Master, also die Spielleitung, und der andere ist der Mitspieler oder die Mitspielerin. Dann gibt es auch noch riesengroße Runden. Also man muss da, glaube ich, einfach sehen, was einem persönlich am meisten liegt und fang doch einfach mal mit den Freunden an, die du schon zur Verfügung hast. Viertens, was ist eigentlich das perfekte Setting? Überleg dir einfach, was dir Spaß machen würde. Wandelst du lieber in einer Fantasy-Welt, so wie in Herr der Ringe, oder ist die Apokalypse eher was für dich? Dabei gibt es verschiedene Sachen zu bedenken. Fantasy ist zu Recht ein sehr beliebtes Genre. Warum? Naja, weil alles möglich ist. Aber auch in diesen Welten gibt es Einschränkungen. Denk zum Beispiel mal dran, ob es in deiner Welt schon Autos geben sollte. Normalerweise ist das nicht der Fall, denn die meisten, die Fantasy spielen, die beziehen sich ein bisschen so aufs Mittelalter. Dann kannst du dir überlegen, wie die Sprache sein soll. Zum Beispiel, wenn sich 2 Figuren begegnen, sprechen sie so. Wer seid ihr? Was hat euch an diesen grausamen Ort verschlagen? Flieht, ihr Narren! Das ist nur ein kleines Beispiel, wie man so eine Fantasy-Welt gestalten kann. Wenn du ganz klassisch spielen willst, sind das dann solche Orte wie Burgen, Schlösser, Tavernen oder auch der düstere Wald. Mit Fantasie kannst du aber das natürlich komplett auch abändern. Vielleicht kommst du dann auch sozusagen in ein neues Genre damit, nämlich Science Fiction. Wenn die Spieler durch eine Raumstation wandeln aus dem Jahr 5067, dann sieht das schon mal anders aus wie so ein Fantasy-Wald. Wenn du technisch gut bist oder gerne Science-Fiction-Filme schaust, dich mit der Raumfahrt beschäftigt und so weiter, ist das vielleicht genau das Richtige für dich. Andererseits kannst du auch hier komplett frei sein und zum Beispiel auf einem Planeten landen, der eben der Herr der Ringe-Welt sehr ähneln würde. Das dritte Genre, das ich nennen will, ist die Apokalypse, oft auch die Zombie-Apokalypse. Das Gute daran ist, dass bei einer Apokalypse eigentlich das Ziel klar ist. Du wirst einfach überleben oder vielleicht sogar ein Heilmittel finden gegen diese fiesen Zombies. Es bedarf schon auch ein bisschen Kreativität, um das Setting zu beschreiben. Aber das gilt auch für alle anderen. Willst du langsam Pen & Paper ausprobieren? Dann gibt es da vielleicht eine Sache, die dich davon abgehalten hat. Die Regeln. Ich verstehe dich da vollkommen. Jetzt denkst du dir vielleicht, Regeln. Was mich persönlich bisher auch vom Pen & Paper Spielen abgehalten hat, war der Gedanke daran, einen 500 Seiten Regelkomplex zu lesen und am Ende festzustellen, das ist doch nicht was für mich. Also, bevor du deine wertvolle Zeit investierst, such dir Systeme aus, bei denen die Regeln komplett einfach sind und die sich vielleicht auf 1 bis 2 Seiten erstrecken. Ich dachte auch nicht, dass sowas möglich ist. Ich dachte immer, man muss dafür zur Pen & Paper Universität gehen, was aber nicht der Fall ist. Also hab ein bisschen Vertrauen in dich und geh die Sache einfach an. Später kann es sein, dass du dann vielleicht sogar richtig Spaß daran bekommen wirst, dich in so ein Regelbuch einzulesen. Also schränk nicht davor ab. Wichtig ist zu wissen, wie sind die Abläufe meines Spiels. Geht es reihum? Geht es vielleicht hin und her? Oder ist es vielleicht alles gleichzeitig? Dann hast du bestimmt schon mitbekommen, dass es sowas wie Charakterbögen gibt. Die sind sogar noch wichtiger als die Regeln, denn
Daraus entsteht alles. Die Regeln machen dann nur die Einschränkungen. Zum Beispiel legen fest, ob du jetzt im Moment zaubern kannst oder eben nicht. Oder eben auch erst später. Bei manchen Spielen oder Systemen ist das alles sehr einfach und minimalistisch gehalten. Bei anderen musst du dir schon ein paar mehr Gedanken machen, was eigentlich auch ganz cool ist, denn durch deine individuelle Charaktererstellung kommt noch eine individuellere, bessere Welt zustande. Du hingegen bestimmst, wie deine Figur aussieht, was sie für Eigenschaften hat, wie sie zu den anderen Spielern steht. Ich glaube, das ist die Essenz von Pen and Paper, die wir alle so lieben. Diese individuelle, ganz freie Charaktererschaffung. Was macht die Spielleitung oder auch Game Master? In den meisten Systemen ist die Spielleitung für den Rahmen zuständig. Es gibt aber auch Spiele, die ganz ohne Spielleitung zurechtkommen. Was stattdessen deine Aufgabe sein kann, ist Welten und Orte erschaffen, Monster erschaffen und Figuren erschaffen, die in dieser Welt wandeln. Es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn du kreativ bist und Spaß daran hast und spannend erzählen kannst. Außerdem ist es deine Rolle, die Spieler und Spielerinnen manchmal darauf hinzuweisen, wenn sie vielleicht eine Aktion durchführen, die im Moment nicht möglich ist. Du wirst also dem Monster den Kopf abschlagen. Eigentlich eine gute Idee. Aber kannst du dich erinnern? Vorhin hast du dein Schwert vergessen. Das ist also nicht möglich. Aber fällt dir eine andere Lösung ein? Außerdem kannst du deine Mitspieler mit Herausforderungen konfrontieren. Zum Beispiel, okay, ihr habt ein Lager aufgeschlagen, aber ihr müsst wissen, dass es eine Essensration verbraucht. Jeder muss essen. Außer Druiden oder deine Kriegerin, weil sie dem Essen abgeschworen hat und sich nur noch von Licht ernährt. Oder die Zauberin, die einen Zauberspruch gesponnen hat, dass sie nie wieder was essen muss. Ebenso kannst du dir überlegen, wie du deine Mitspieler am besten in Spotlight setzt. In ein paar Systemen ist es extrem wichtig, dass die Spielleitung alle Regeln kennt, die aufkommen können oder eben genau die Monsterkämpfe leitet. Lass dich aber davon nicht einschüchtern. Wie gesagt, das kommt alles mit der Zeit. Essentiell ist die Frage, will ich lieber eine Spielerin sein oder die Spielleitung? Außer man spielt, wie gesagt, Systeme, die beides vereinen. Du kannst dich einfach fragen, was dir mehr Freude bringen würde. Zum Beispiel die Rolle der Spielleitung, die Rolle der Spielerin oder beides in einem. Jetzt könnte man sich fragen, wie lang geht so ein Abend eigentlich? Denn es ist wohl bekannt, dass viele solche Runden viele, viele Stunden gehen. Und vielleicht hast du nicht unbedingt die Zeit dafür. Das ist vollkommen okay, denn es gibt sogenannte One-Shots, die sich genau dafür spezialisiert haben, in einem Abend gespielt zu werden. Wo spielt man? Das ist das Schöne am Pen and Paper, man kann es einfach überall spielen. Das Ding ist, am Anfang würde ich auf jeden Fall an einem Tisch spielen mit Stühlen. Denn wenn man viele Dinge ausfüllen muss, dann ist das ein bisschen schwierig, wenn man irgendwo auf einer Wiese liegt, so gen Himmel schaut und dann so schreibt in der Luft. Also das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn ihr komplette Anfänger seid und erstmal die Runde neu eröffnet, spielt auf jeden Fall am Tisch. Das hat wirklich viele Vorteile. Wenn dann jeder die Basics drauf hat, dann geht in den Park. Was brauche ich konkret? Was du auf jeden Fall brauchst, sind genug Bleistifte. Wir waren schon mal unterwegs und mussten extra einen kaufen, weil wir zu wenig hatten. Das ist nicht so gut, deshalb schau auf jeden Fall, dass jeder einen mitbringt oder ihr zu Hause genug habt. Dann die Charakterbögen. Auf jeden Fall eine Unterlage. Wenn man draußen spielt, ist das wirklich, wirklich wichtig. Und die Würfel. Außerdem noch bei Bedarf die Spezialwürfel. Es ist auch ganz gut, wenn du das Regelbuch dabei hast, gerade am Anfang. Deshalb, wenn du das nicht in der Printversion hast, viele Verlage bieten das inzwischen als PDF-Download an. Oder es gibt sogar Apps, die du offline nutzen kannst.
Ich empfehle dir, die wichtigsten Regeln selbst aufzuschreiben, denn da lernt man auch gleichzeitig schon was dabei. Und das dann zum Beispiel wie in so ein Mini-Regelbuch machen. Ich habe mir das selbst erstellt. Der Vorteil ist, es ist leicht, ich kann es überall mitnehmen. Das ist jetzt auf keinen Fall die Printversion, ist aber eher sowas für To-Go. Denk auch an einen Blog, wenn du dir Notizen machen musst, was wahrscheinlich passieren wird. Und ganz gut ist auch, wenn die Seiten blanko sind, falls du zum Beispiel eine Karte aufzeichnen musst oder mysteriöse Runen. Dann gibt es noch Dinge, die den Spielern die Illusion erleichtern können, zum Beispiel Deko oder spezielle Musik. Überfordere dich aber am Anfang nicht. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und dass du jetzt voller Freude in dieses Hobby einsteigen kannst.